Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. So. Erstmal wird angemacht der Kamin. Es ist furchtbar kalt hier drin. So, heute geht es weiter mit der Vorstellung von meinen Rädern, die zu verhökern sind innerhalb der nächsten Wochen. Werden wohl einige sehr glücklich sein, weil da kommen richtig Sammlerstücke teilweise und dann Hammer. Beziehungsweise werden zumindest erstmal offeriert. Ob sie unter den Hammer kommen, entscheidet natürlich ihr. Weil ihr müsst natürlich auch gewillt sein, für wenn es ein Sammlerstück ist, dass ihr dann auch richtig Geld ausgebt. Oder was heißt richtig, aber zumindest gewillt seid, ein bisschen Geld hinzulegen. Teilweise sind es wirklich richtig geile Raritäten. Teilweise ist es auch der normale Wahnsinn. Heute stelle ich euch insgesamt drei Räder vor. Die werden allerdings auch immer nacheinander vorgestellt. Jedes Rad bekommt ein eigenes Video. Und jeden Tag kommt ein Video, werde ich ein Video hochladen bzw. starten, sodass sich die Auktionen auch nicht überschneiden sozusagen, sondern dass ihr wirklich Zeit habt, euch die Artikel dann auch bei eBay gut anzuschauen und dementsprechend eure Gebote zu platzieren. Jetzt habe ich mich schön schwarz gemacht hier mit dem Ruß von dem Kamin. Aber so ist das halt. Verlust ist überall. Jute, geht los. Es wird hoffentlich gleich auch ein bisschen wärmer hier drin. Es ist wirklich eisig kalt hier. Ja, erste Rad, ich stelle es euch gleich mal vor. Ich stelle es euch erstmal rauf auf den Präsentationstisch. Da ist es. Das sieht jetzt erstmal nicht berauschend aus. Aber steckt viel Arbeit drin. Auch wenn man es jetzt nicht mehr sieht mittlerweile. Naja, wir hatten nur noch Rahmen und Gabel von diesem guten Stück bei uns rumliegen und ich habe mir gedacht, es ist eigentlich zu schade, nur als Rahmenset so weiterzugeben und habe mich entschlossen, es dann aufzubauen. Also sprich mit gebrauchten Teilen und teilweise mit Neuteilen, neue Gebrauchteilen zu bestücken und dem Verkauf zuzuführen. Nun, das hat jetzt für die letzten, warte mal, das habe ich noch zusammengebaut mit Heino. Heino war einer meiner ersten Versuche, einen Schrauber zu etablieren bei mir im Laden. Ist leider gescheitert, ist ein dufter Typ, also wirklich, ich habe sehr, 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 sehr super gerne mit ihm zusammengeschraubt. Ist jetzt aber auch schon fünf Jahre her. Ja. Und ja, eigentlich ist es gut gelungen, eigentlich ist es cool geworden. Ja. Schöne Teil, ein Kalkhoff ist es. Mit mega Bezeichnung hier drauf, überall, heute da alles steht. Ja. New Dimension. Steht A New Dimension of Mountain Machine. Chromo Tube. Was weiß ich für Construction bei Kalkhof made in Germany. Ja. Der Draht selber kommt von Schumacher. Herbert Schumacher war das. Weidmannsluster Damm. Und hatte ich vor Ewigkeiten mal seine Restbestände gekauft von ihm selbst noch. Ja. Hat er mir offeriert und habe ich die ihm abgekauft. Und da war eben dieser Rahmen mit bei Rahmengabel. Und dann habe ich gesagt, das müssen wir aufbauen jetzt. Es ist schön geworden. Ich glaube, es fährt auch ganz gut. Fährt ganz geil. Es stand jetzt, wie gesagt, seit 6 Jahren, denn tatsächlich steht es auch bei mir schon wieder rum. Und setzt Staub an. Staub ist auch noch drauf. Altersgemäß wurde im letzten Jahr zwar schon mal entstaubt, aber in so einem Keller, da hielt es schnell. Ja. Preis ist 220 Euro dafür gewesen im Laden. Geile Draht hier, schaut es euch nochmal an. Federgabel vorne, aber eben eine, ich glaube, mit 2 cm Federweg oder sowas. Also das ist wirklich eine ganz simple Geschichte. V-Brakes, STX, Schaltbremskombi. Mit den geilen Hebeln, also die Hebel sind wirklich genial von der Leichtigkeit, was man die ziehen kann. Genial. Eine LX-Kurbel haben wir haben mal gebrauchte Teile genommen, ne? LX-Kurbel rangebaut. Ist so ein bisschen Mix alles. Shimano Daiwa Schaltwerk. Einige Kratzer hat es abbekommen jetzt mittlerweile hier vom Lagern, überall von den Achsmuttern, von den anderen Rädern, die dicht an dicht bei mir stehen. Hier von den Lenkern, von den anderen. Ja, also das bleibt nicht aus. Das war mal ein neuer Sattel. Ja, sieht auch schon wieder doll aus. Der war mal neu. Natürlich alle Sättel waren mal neu, aber der war wirklich neu und ist nie gefahren, tatsächlich.
Sieht einfach nur so aus, weil er so lange steht jetzt. Sieht ja so aus. Die Reifen, Weißwand, fette Weißwandreifen, aber so eine alte Mountainbike-Geschichte halt. Aber Straßenstolle, also ist ein schönes Rad. Also, wir haben die Rohrschaltwerk, LX, Tretkurbel. Vorne leider nur ein Acera X Umwerfer. Tut aber nichts zur Sache, der ist einfach simpel, der funktioniert. Ja. Sehen wir mal zur anderen Seite nochmal rüber, gucken wir da nochmal. Ja, hier sieht man den Staub vom Keller. Hier. Also, das ist okay, mal. Es muss zurück auf die Straße, es muss einfach bewegt werden. Es ist einfach schade. Man baut so ein Rad auf und das ist wirklich, das steht sich tot, das steht rum. Das ist einfach schade auch, ne? Jetzt muss einfach gefahren werden. Die Felgen, Tini, auch toll. Oh, Teni, Felgen. Witzig, die Bezeichnung. Na. Das Problem haben wir nach langer Standzeit. Das habe ich ja schon öfter mal erwähnt. Die Klinke rastet nicht mehr ein. Man kann es nicht mehr hochschalten. Ja. Das ist behoben. Relativ leicht auch. Mit ein bisschen WD-40. Na, reinsprühen. Damit ist es kurzzeitig behoben. Andernfalls auseinanderschrauben bitte. Ja. Und mit einer Zahnbürste richtig sauber machen. Das alte Fett da raus. Da ist nichts kaputt innen drin. Diese Klinke funktioniert leider nicht mehr, wie sie soll. Diese Klinke ist verharzt. Da muss dieses alte Fett runtergewaschen werden. Und da muss neues Fett wieder hoch einmal. Und dann läuft die wieder einmal frei. Also da drin ist nichts kaputt. STX-Schalthebel, LX-Schalthebel. Also ja, die einfacheren Alto-Schalthebel, da geht nichts kaputt. Also das ist wirklich selten, wenn beim Unfall geht was kaputt. Aber so, da geht nichts kaputt bei den Dingern. Könnt ihr euch drauf verlassen. Ja, also Schaltung funktioniert, Züge funktionieren. Alle Schalthebel selber sollten beide nach so langer Standzeit einfach überarbeitet werden, also nochmal raus, sauber waschen, ne? Oder mit Benzin, Waschbenzin auswaschen, den ganzen Scheiß, den ganzen Rotz, dann neu fetten, einmal kurz und kleine Tütschen Fett drauf und dann läuft es wieder wie geschmiert quasi. Ja, und habt da lange Freude dran. Also, das ist euer Rad für heute, was ich euch hier offerieren kann. Ich hoffe, ihr habt nehmt ein paar Leute, die Gefallen auch an dem Rad haben. 26 Zoll ist es. Hier oben ist es verstärktes Rohr. Na, wird es dicker. Tja, Kalkofe hat nicht immer schlechte Räder gemacht oder nicht nur schlechte Räder. Die haben auch mal richtig gute Räder gehabt eine Zeit lang. Das gehört hier mit Sicherheit nicht zu den besten, aber es gehört auch nicht zu den schlechtesten damals. Wenn ihr Bock habt, mehr davon zu sehen, von diesen Rädern, die ihr günstigst bei eBay kaufen könnt oder eben bei echten Sammlerstücken, die ihr zu einem angemessenen Preis bei eBay kaufen könntet, ja, dann abonniert einfach, abonniert den Kanal und ihr bleibt auf dem Laufenden. Also bis morgen, ciao!